Der Trainer hat seine Schäfchen zusammen, heute Morgen Training. Mal sehen, was jetzt abgeht. Unser schwedischer Torwart ist auch wieder dabei. Ich schwenk mal um. Platz ist wieder ein Tor. Ja, da hinten auch unser Bäckerie. Und im Tor ist unser schwedischer Torwart. Ich hoffe, dass der noch sich bitten verbessert. Sonst sehe ich schwarz. Wenn Heuer mal ausfällt und Tommy auch, dann sehe ich schwarz. Aber das ist nur meine Meinung. Das müssen die da oben entscheiden. Der wurde ja gekauft für 600.000. Ist ja auch Geld und verdient hier auch ein paar Mark. Aber man muss jetzt sehen, was jetzt läuft. Jetzt wird also langsam Zeit, dass er mal einen Dreier macht, Herr Waller. Ich hatte das große Glück, gestern mit ihm noch ein paar Worte zu reden. Er ist ja sehr kommunikativ. Aber im Endeffekt ist er so. Entscheidend ist auf dem Platz. Natürlich hat er auch der Meinung, dass sie zu wenig Tore macht, weil er meint, zu wenig Tore macht. Aber das muss man abändern. Da muss man sagen, auch zu Johnny Kittel, Feuer frei, Jung. Zieh ab, wenn du kannst. Nicht so lange hin und her, immer Doppelpass hin, Doppelpass her. Und auch die anderen Mittelfeldspieler, die Reis und Konsorten, die müssen wir auf Tor schießen. Aber wie gesagt, es ist einfacher als wie gesagt. Beim Training sieht das immer einigermaßen aus. Und wenn sie spielen, dann wird er dünner. So Jungs, ich mache jetzt mal Schluss, wieder kriege ich doch noch das eine oder das andere rein, wenn das Ding hier mit dem Ball ist. Oh. Merlin macht auch noch kleine Ansagen hier, unser Co-Trainer. Netter Junge, Hamburger Junge. So ist er. Wer rennt denn noch mit dem Zettel rum, den kenne ich gar nicht. Haben Sie wieder 90 gelogen, oder was? Gott sei Dank braucht Peter kein Psychologen. Noch nicht. Aber wenn das so weitergeht, wird er wohl einen Nervenarzt gebrauchen hier. Die Unentschieden gehen mir auf den Sack. So, mal fangen wir an, hier schmeißt den Trudel den Ball nochmal rein. Ja, logisch. Alle voll in Einsatz. Logisch, so ist er. War mir klar, drin ist er, sag ich doch. Ich glaube, bei den Schweden, den haue ich von 10, 11 Meter 9 rein. Aber ist egal, Jung, mach weiter. Jetzt geht er schön hin und her, habe ich sogar einen Turm mit drauf gekriegt. So, ich mache jetzt mal Schluss. Und nachher kommt noch ein bisschen was. Alles klar, tschüssi, nur der HSV. Ich hoffe, gegen Paderborn geht die Posse ab. Alles gut, ich bin ja immer Optimist. Alles klar, nur der HSV. Moin, moin.